In diesem Video schauen wir uns an, wie man zur anonymen SIM-Karte kommt. Das habe ich in drei Teile aufgeteilt: SIM-Karte kaufen, aktivieren und aufladen. Das Video hat jetzt seine Brisanz im Moment, weil gerade versucht wird, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das genau diesen Kauf von anonymen SIM-Karten unterbindet. Kommen wir also gleich zum ersten Punkt, dem anonymen Kaufen. Ganz wichtig, wenn ihr die kauft, kauft nichts anderes. Denn wenn ihr etwas anderes kauft, könnte man schon so ein paar Eingrenzungen machen, wer das gekauft hat. Als Beispiel möchte ich mal sagen, man kauft in dem Laden, wo man eine SIM-Karte kauft, noch irgendein Zubehörteil fürs Auto oder sonst irgendetwas, was zum Beispiel eine Eingrenzung möglich macht. Wenn ihr zum Beispiel für einen Opel ein Teil kauft, dann weiß ich schon mal, dass der Käufer dieser SIM-Karte wahrscheinlich einen Opel fährt. Oder wenn ihr Binden kauft, dann kann ich schon mal vermuten, dass vielleicht da eine Frau dahinter steckt und solche Sachen. Also da würde ich wirklich drauf achten, nichts anderes kaufen. Weil viele kleine solche Details können dann am Ende dazu führen, dass ihr enttarnt werdet. Ebenfalls solltet ihr auf keinen Fall Treuekarten verwenden, weil genau diese Treuekarten haben nur den Zweck, eine Verbindung zwischen den Käufen und dem Käufer herzustellen. Also das ist der Tod für jede Anonymität, keine Treuekarten verwenden. Das eigene Handy sollte auch nicht mitgeführt werden, weil sowohl das Handy als auch der Kaufvorgang hinterlassen natürlich digitale Spuren und die könnte man im Zweifelsfall zusammenführen und sagen, in diesem Sendemast waren zum Zeitpunkt von dem Kauf dieser Karte irgendwie 20 Leute eingeloggt und dann hat man schon einen kleinen Personenkreis, die überhaupt nur diese Karte gekauft haben können. Man sollte auch bar bezahlen, das ist auch selbstverständlich, keine elektronischen Zahlungsmittel verwenden, weil dann wäre auch die Verbindung zwischen dem Käufer und der SIM-Karte sofort hergestellt. Kommen wir also zum nächsten Punkt, dem Aktivieren, und hier möchte ich was voraussenden. Ihr aktiviert das im Internet. Und im Internet seid ihr nicht anonym, vor allem nicht deshalb, weil wir die Vorratsdatenspeicherung haben. Deshalb ist es ganz wichtig, hier entweder mit dem Tor-Browser oder einem VPN drauf zu gehen oder eine Kombination aus beidem. Tor und VPN-Anbieter verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Tor ist kostenlos und VPN-Anbieter kostet in der Regel etwas. Und jetzt gehen wir mal hier die Felder durch. Die Sachen, die ihr hier eingebt, sollen natürlich Fantasiesachen sein. Aber sie sollen plausibel sein. Wenn dort ein Mensch drauf guckt, muss der immer noch den Eindruck haben, ha, hier hat sich ein echter Mensch registriert. Also irgendwie Vorname, Nachname, Mahatma Gandhi ist irgendwie eine blöde Idee. Deshalb lieber irgendwas typisch Deutsches nehmen, was man da einträgt. Postleitzahl und Ort sollten natürlich auch zusammenpassen, wird in dem Formular nicht geprüft, aber ein Mensch kann das dann natürlich am Ende prüfen und sieht, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Deshalb bitte irgendwo mit Google Maps am besten den Ort raussuchen, am besten auch natürlich anonym mit VPN oder Tor, und dann kann man sich gleich auch eine Straße- und Hausnummer raussuchen, wenn man schon dabei ist. Geburtstag sollte irgendwie plausibel sein, also nicht 1850 eintragen. Die Telefonnummer kann leer gelassen werden, weil im nächsten Feld steht ja schon die Handynummer und die bleibt einfach drin stehen. Und dann wird eine E-Mail-Adresse eingetragen, das sollte natürlich auch nicht eure sein. Ich würde euch einen Trashmail-Anbieter empfehlen, aber bitte, bitte, bitte auch einen, der nicht @trashmail heißt, denn wenn da ein Mensch drauf guckt und sieht, dass da eine Trashmail-Adresse verwendet worden ist, na, der wird auch das Konto sperren. Deshalb irgendeinen plausiblen Namen nehmen, also was weiß ich, hans.doof und dann das Kürzel von dem Trashmail-Anbieter. Aber achtet bitte, wie gesagt, darauf, dass dieses Kürzel irgendwie nichtssagend ist. Irgendwie nur eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, aber es sollte nicht gleich ersichtlich sein, dass es ein Trashmail-Anbieter ist. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Das sind die Details zum Mobilfunkvertrag. Die habe ich jetzt hier gar nicht behandelt. Da kann man dann einstellen, was man für Tarifoptionen möchte. Das hat mit der Anonymität nichts zu tun, deshalb überspringen wir das schnell. Im nächsten Feld wird dann nach dem Mein Kongstar-Login gefragt. Damit müsst ihr euch einmelden. Ihr solltet euch also Benutzernamen und Passwort merken. Aber solltet euch auch merken, macht niemals einen Login, ohne vorher euch anonymisiert zu haben mit VPN oder dem Tor-Netzwerk. Also hier einfach einen Nutzernamen wählen und ein Passwort wählen. Wählt das Passwort bitte möglichst sicher aus. Nicht, dass euch einer den Account hackt und am Ende war es das mit der Anonymität. Im nächsten Schritt werden noch die Datenschutzbestimmungen und AGBs akzeptiert. Und hier steht auch nochmal was Wichtiges, dass die persönlichen Daten bei der Telekom geprüft werden. Kongstar ist eine Telekom-Tochter, von daher habe ich das vorher mit der Plausibilität gesagt, also die Namen und Straßen sollten schon irgendwie zusammenpassen. Man hakt die vier Felder dann an und klickt auf Weiter. So, im letzten Schritt sieht man nochmal die Option, die man ausgewählt hat und unten nochmal den Namen, den man gewählt hat und kann jetzt einfach auf den nächsten Schritt klicken und dann wird die Karte freigeschaltet und sollte hier innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt vom Aktivieren. Jetzt bitte nicht überhastet die SIM-Karte ins Handy stecken, denn der erste Verbindungsaufbau wird dauerhaft gespeichert. Also wenn ihr euch in eurem Heimatstädtchen einloggt,
dann weiß das euer Mobilfunkprovider. Der weiß ja, wo der Sendemast steht und das wird eben gespeichert. Das eigene Handy sollte auch nicht unbedingt nebendran liegen, denn wenn beide Handys in dem gleichen Sendemast sind und diese beiden Informationen sind gespeichert, könnte man auch schon wieder Rückschlüsse ziehen, wer das gerade aktiviert hat. Also Handy irgendwo ganz anders liegen haben, als dann die erste Aktivierung stattfindet. Jetzt spielt aber noch eine andere Sache eine Rolle, denn nicht nur die SIM-Karte kann natürlich von Mobilfunkprovider lokalisiert werden, sondern auch euer Handy. Das Handy hat eine sogenannte IMEI-Nummer, das identifiziert jedes einzelne Handy auf der Welt. Und deshalb müsst ihr auch euch überlegen, in welches Handy ihr diese SIM-Karte steckt. Meine Empfehlung wäre hier auch, anonym, wie vorhin schon beschrieben, mit Bargeld irgendein Billig-Handy kaufen und darauf achten, dass ihr keine Spuren hinterlasst, dass auch das Handy nicht auf euch verweist. Und da dann die SIM-Karte einlegen. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Aufladen. Hier gelten im Grunde die gleichen Regeln wie schon beim Kauf der Karte. Immer bar zahlen, keine Treuekarten verwenden, keine elektronischen Zahlungsmittel verwenden, nicht am Geldautomat aufladen. Immer also in den eigenen Drogeriemarkt gehen und so ein Kärtchen kaufen und das bar bezahlen. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber wenn ihr die Regeln alle befolgt habt, dann sollte es euch wirklich möglich sein, eine anonyme SIM-Karte zu besitzen.